Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meiner Ansicht nach reden wir heute über Sicherheitspolitik im engeren Sinne, und zwar über den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger und über Vorsorge, die wir treffen müssen. Ähnliches bespricht Frau Merkel und die MPK ja heute auch. Was die Corona-Krise bedeutet, das scheint zumindest im Großteil hier, abgesehen von einigen Verirrten, die mit gefälschten Attesten auf Demos unterwegs sind, ja klar zu sein. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Ich möchte dringend darum bitten, Frau Badum, dass Sie keine Falschbehauptungen aufstellen. Es gibt, also bis jetzt gilt immer noch die Unschuldsvermutung, oder? Gilt in Deutschland noch die Unschuldsvermutung oder nicht? Gut, es ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Und die Leitmedien, die so gern quasi ihr Zeug nacherzählen, haben das extra als Frage formuliert. Und ich würde Sie auch in Ihrem eigenen Interesse bitten, das in Zukunft auch als Frage zu formulieren, ob ich ein gefälschtes Attest benutzt habe. Ich weise das natürlich von mir. Das als Frage zu formulieren, weil ansonsten Sie sich unter Umständen strafbar machen gemäß § 188 Strafgesetzbuch. Das sollte Ihnen bekannt sein. Sie haben das Wort zur Erwiderung. Es ist spannend, dass Sie sich angesprochen fühlen, weil ich habe gar keine konkreten Namen genannt. Ganz ehrlich, Sie sollten sich schämen, dass Sie heute im Umweltausschuss sind, dass Sie hier im Plenum sind und so tun, als wäre nichts gewesen. Sie haben die Würde des Hauses eklatant beschädigt in der letzten Woche. Sie haben hier Menschen ins Haus reingelassen, die durch die Flure gegangen sind, die in Büros reingegangen sind, als AfD-Fraktion. Und Sie haben sich noch an Demos beteiligt, haben sich noch verhaften lassen als MdB. Sie haben sich nicht wie ein Abgeordneter benommen. Das ist ganz klar. Sie stehen an der Seite der Querdenkerfront und das ist eine Schande fürs Haus. Steuern Sie um.